Ja, es sieht so aus, als könnte man die V-Klasse, die links steht, in den Sprinter reinparken. Wir sind bei Motorhome exklusiv und das Ganze ist in Sachsen, in einer ganz tollen Stadt, nämlich in Riesa. In Riesa, ja. Du bist Lackiererin für Fahrzeuge. Ja. Bist hier die Chefin, bezeichnen sie dich zumindest mal alle, ja, die das Heft so ein bisschen in der Hand hält. Eure Jungs haben was entwickelt. Ja, und zwar haben wir eine mobile Küche entwickelt, die Kundschaft bei Bedarf einbaut in die V-Klasse und bei Nichtbedarf wieder ausbaut. Also zerstörungsfrei. Ja. Oder muss ich ein Loch bohren in die V-Klasse? Nein, ist alles vorbereitet. So, das heißt, es kommt an die Originalpunkte. Ich zeige es mal gerade. Links ist jetzt ein Hilfsarbeiter, den hast du mal zur Rate gezogen. Praktikant, ja. Praktikant, der mit dabei ist. Auf der rechten Seite ist der Chef der Werkstatt. Ist doch so, oder? Nee, ich bin hier bloß Hundefutter. Ich grüße dich herzlich. Du bist der Ronny? Ja, ich bin Ronny, hallo. Ja, du bist was? Was hast du gelernt? Ich bin Tischler. Tischler, und du? Hallo, ich bin der Mirko und ich bin der, ja, der das hier ein bisschen leitet. Ja, ich zeig's mal. Du heißt auch Weißflog, hast noch eine Immobiliengesellschaft, aber baust seit 4 Jahren, 5 Jahren jetzt Reisemobile. Diese Küche, dein Anspruch war so ein bisschen, als ob die Mercedes selber gebaut hätte. Wir bauen ja so, als würde es bei Mercedes gebaut worden sein. Für uns war es halt schnelle Geschichte. Also Freitag reinbauen, Sonntag wieder rausbauen. Das ist Ultraleichtbau, was du hier gebaut hast. Ja. Wenn ihr die mal gerade hochhebt und mir mal beschreibt, was die wiegt, wenn er die hochhebt. Wir müssen sie eh einbauen. Du machst mal bitte kurz die Klappe auf. Genau. Die Klappe auf. Wir haben schon einen Sitz mal ausgebaut. Das ging relativ schnell. Ungefähr gefühlt, was wiegt die? Ist das viel? 40, 50 vielleicht, ja? Ja, 40. Zusammen? Ja. Okay. Das heißt, auf jeder Seite 25 Kilo. Ich hebe aber nur ein Stück mit hoch. Okay. Die ist bestimmt leichter. So, die habt ihr konstruiert, in der eigenen Werkstatt gebaut. Die kam nicht mit dem Schiffsweg aus China, sondern ist tatsächlich hier in Sachsen entstanden. Und die Werkstoffe, jetzt habe ich mal eine Frage. Top, warte mal ganz, du darfst nicht immer gleich alles verraten. Ja? Das ist. Ich hätte nämlich jetzt gefragt, wie kriegt man den Tisch denn da raus? Aber jetzt hast du schon verraten. Ja klar, man zieht's raus. Man zieht's raus. Ja, mach mal. Wie wird das jetzt festgeschraubt? Ja, also wie kommt man ran? Ich ziehe das jetzt nur ein Stückchen raus hier. Ja. Hast du ein Schienensystem mit Verriegelung? Ja, jetzt ziehe ich das ein Stück vor. Jetzt muss ich da natürlich reinkrabbeln. Hier kannst du auf der Seite machen. Nicht ganz auf die Weg, muss trotzdem hier. Warte, ich komme auf die andere Seite, dann sage ich es mal. Dann sieht man es ein bisschen besser. Du hast es nur ein Stückchen vorgezogen. Genau. Guck mal, da ist schon der Kocher drin. Ich muss das Schrauben noch suchen. So, das heißt, da gibt es ein Loch. Ja, jawohl, da hast du die Airline-Schienen und da hast du halt deine Gewinde drin. Das ist ganz simpel, wenn man die Punkte hat. Mit 4 Punkten verbunden. Zunächst mal 2, nehme ich an. Erst mal 2, richtig, damit wir die Küche komplett ausziehen können. Dann kommt man dann an die anderen Punkte ran. Okay, verstehe. Und das war es dann eigentlich? Ja, genau so. Und das ist Ladung eigentlich, oder? Das ist ja jetzt kein Wohnmobil. Könnte man denn, wenn es, ich sag mal, wenn das jetzt eine ganz normale V-Klasse wäre, der hier hat ja jetzt noch ein Aufstelldach mit dabei, dann ist das ja noch kein Wohnmobil. Da muss ja, glaube ich, da muss irgendwas fest installiert sein, Kocher zum Beispiel. Ja, genau. Aber das soll ja halt so wie so ein Daily sein. Ne? Also das kann man mal am Wochenende nutzen. Das ist ja explizit dazu, dass ich jetzt in der Woche halt noch mit der Familie oder vielleicht mal die Oma und Opa mitnehmen kann. Also hier passen ja dann auch 6 Sitze rein. Ich könnte aber auch hingehen und könnte jetzt das fest einbauen, zum TÜV fahren und sagen, ich habe ein Wohnmobil. Ja, das kannst du machen. Ja. Das ist ja, es gibt ja so diverse Sachen. Jetzt hast du hier einen Gaskocher mit drin, mit einer Gaskartusche. Ja. Das bedeutet, auch hier brauchst du jetzt keine große Zulassung. Mit der Kartusche ist einfacher, gell? Ja, natürlich. Ne? Und wir haben es halt auch so konstruiert, dass du halt nur draußen kochen kannst. Ne? Also das heißt, ich muss rausziehen. Habe ich gesehen. Der Gaskocher ist nämlich, wenn es eingezogen ist, nicht benutzbar. Richtig, genau. Du Schlaumeier. Ja, musst du ja so machen, oder? Stimmt. Ich liebe die Sachsen. Ich komme so langsam auf meinen Geschmack, muss ich sagen. Das ist ja witzig. Hat Mercedes-Benz euch die Sitze bezogen oder habt ihr es selber gemacht? Unsere eigenen Ideen gewesen. Ne? Die eigenen Ideen. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Edelfahrzeug aus Italien, was mit B anfängt. Du kennst die Marke? Ist nicht BMW? Mercedes. So, das sind jetzt die 4 Schrauben. Das sind 3. 3. Und eine ist noch ganz vorne, da müssen wir noch ein Stückchen mal raus. So, und dann? Mal gucken, wo ist er? Hier drüben. Da drüben ist er. Alter Trick habe ich immer nur in Erinnerung, nicht ganz festziehen am Anfang. Ja, richtig. Gut. Also Sache von ein paar Minuten. Da drunter ist ja noch das Fach. Soweit eigentlich selbsterklärend, oder? Ja,
Ja. Relativ simpel. Die würde jetzt natürlich mit einigen, ich sag mal, Modifikationen auch an VW passen, wenn die Abstände passen würden, oder? Ja, also das kann man, also das Lochbild kann man ja verändern, also auf das Lochbild von VW, ja. Also das wäre jetzt kein Problem. Ne? Das Geile finde ich an der Küche, die könnte man auch dauerhaft drin lassen, weil der noch jede Menge Stauraum hat. Das heißt, man kann sie immer wieder mal benutzen und im Sommer eine Küche zu haben, ist immer gut, oder? Ja, genau. Wenn man jetzt 4 Sitzplätze, wenn das reicht, kann man die Küche drin lassen. So, du wolltest sie eben noch abputzen, weil hier ist noch Staub drauf. Ja. Da habe ich gesagt, bitte nicht, weil die kam so wirklich ab Werk mit ein bisschen Staub. Jetzt darfst du es mal sauber machen, weil du hast gesagt, unbedingt mal reinigen. Das ist nämlich das Spülbecken hier mit drin. Wie kommt das Wasser denn da raus? Hat er keinen Stromanschluss oder wie geht das? Doch, hat einen Stromanschluss. Ne? Also ist mit 12 Volt Stecker haben wir ja dann hier hinten ganz normalen Zigarettenanzünder. Ja. Okay, das kann man rüberlegen. Genau. Ihr könntet aber auch einen Zigarettenanzünder verlegen, noch extra auf die Seite, ja, wo das ist. Also das ist überhaupt kein Problem. Ne? Also wir können ja auch hier drüben die 12 Volt abgreifen. Ja. So, und das ist jetzt in Fahrtrichtung auf der Fahrerseite, das habe ich verstanden. Dann hast du ein Riesenfach hier drin. Die Belastbarkeit von dem Schwerlastauszug, was ist das? Der hat, glaube ich, 150 Kilo haben die. Also da kannst du dich wahrscheinlich noch mit draufsetzen. Echt? Ja, denke ich. Das müssen ja auch, wir haben ja jetzt auch das Wasser und Abwasser hier drin. Wo denn? Sag mal, da. Ja. 2x10 Liter oder was? Oder 5? Das sind 2x5 Liter. 2x5 Liter, langt. So, Frischwasser und Abwasser. Da ist noch ein großer Schrank drin. Ja, können wir gerne ausmachen. Cool. So, und das ist noch gar nicht auf dem Markt, oder? Nein, das haben wir im Oktober auf der Messe in Leipzig mal mit ausgestellt. Aber konzentrieren tun wir uns momentan halt auf den Ausbau von den Kastenwegen. Wie war die Reaktion von der Küche? War super. Also gibt ganz viele, die uns angefragt haben, ob wir das halt ein bisschen verändert in ihrer Fahrzeug bauen können. Ja, das war jetzt so unser Gedanke, wie wir es jetzt am meisten ausnutzen können, den Platz. Aber die Zeit fehlt uns momentan, um sowas, sag jetzt mal, zu produzieren. Hast du einen Preis, also ungefähr, wie es hier steht? Das liegt hier irgendwo bei 2.500 Euro. Fix und fertig? Fix und fertig. Mit der Steuer? Ja. 2.500? Ja. Ist doch fair? Ja. Also, wir haben uns eben drüber unterhalten. Viele kommen dann und sagen, ist ja gar kein Problem, baue ich mal eben selber. Wenn du keine Erfahrung hast mit Holzbau, das fängt an mit dem Material selber. Ihr habt ein ganz spezielles Material verwendet. Na, hier haben wir Pappelsperrholz verwendet und das dann halt beschichtet, ne, mit HPL. Ihr könntet das auch mit dem Leichtbauholz, was ihr hinten habt, auch machen, ne? Ja, theoretisch. Auf jeden Fall sei jetzt mal die Abdeckplatte und die Schubkästen. Das könnten wir mit dem Leichtbauholz machen. Ne? Mhm. Ja, aber die Stabilität jetzt im Korpus, die geben wir über das Pappelsperrholz. So, und das Gewicht, also ungefähr 45 Kilo, hast du gesagt? Ja, so um die 40 Kilo würde ich schätzen, ja. Wenn ich die bestelle, ich überweise das Geld, kommt denn eine Spedition vorbei, hier auf so einer kleinen Europalette? Kann man das transportieren? Natürlich, da ist das auch gerade drauf gewesen, also das zurt man dann fest und dann kann man sie wegbringen. Natürlich ist es auch schön, wenn der Kunde jetzt hierher kommt und man erklärt ihm den ersten Einbau. Ja. So, Kühlbox könnte man jetzt noch daneben stellen. Du könntest die auch integrieren. Also ich sag mal, wenn da einer kommt und sagt, man konstruiert sowas mal mit einer integrierten Kühlbox. Man könnte aber auch noch ein zweites Modul daneben machen. Das würde auch noch gehen, also, oder? Man könnte jetzt eine integrieren, was ich jetzt natürlich als nicht so empfehlen würde, ist, weil ich würde es ja immer mit reintragen. Mhm. Ja, also die wiegt ja dann auch noch ein bisschen was, der Kompressor zum Kühlen etc. Also man kann sie auf jeden Fall daneben stellen. Du könntest sie jetzt rechts daneben stellen. Also gibt es ja die wildesten Kühlboxen. Ecoflow habe ich getestet mit Eismacher und hat auf der Abenteuer Allrad, macht alle 12 Minuten Eis und läuft direkt an der Solaranlage mit eingebautem Akku 2 Tage. Das heißt, du trägst die Kühlbox rein, bringt einen eigenen Akku mit und läuft 2 Tage autark. Ja, dann ist es doch. Dann ist ja halt eine Grundlage geschaffen. Da stelle ich daneben und dann ist es erledigt. Also da bitte mal schlau machen. Es muss nicht immer die ganz große Dometic sein. Gibt da wirklich tolle Lösungen mittlerweile. Aber ich finde die Farben auch sehr zeitlos. Das heißt, das passt fast zu allem hin, oder? Ja. Also es sollte halt ein bisschen ins Interieur bei uns passen jetzt. Ne? Also nochmal 2.5. Ja. Mit der Steuer, handwerkliche Qualität, das heißt, das Ding habt ihr euch hier in der Werkstatt gebaut in Riesa. Wir können mal ganz kurz nochmal in die Werkstatt gehen, dass wir das einmal gerade zeigen. Das ist übrigens von außen
die Beklebung. Daneben haben wir übrigens, warum sind wir hier? Wir haben über diesen Sprinter einen Film gemacht. Da hast du zu mir gesagt, komm, ich zeig mal die Küche. Da gibt es ein eigenes Video zu. Bitte mal die Tür öffnen hinten, dass wir einmal reingucken. Ja. Du hast einen Sprinter gebaut, 3,5 Tonnen, wo du 2 Motorräder reinmachen kannst. Und der wurde für dich gebaut damals. Ja, Mirko musste sich was einfallen lassen, wie er 2 Motorräder transportieren kann. So, da könnte man aber auch, zum Beispiel die Schwiegermutter können wir reinstellen. Schwiegermutter, ja, die Kinder. Die Kinder, den ganzen Hausstand kannst du reinmachen. Das ist ziemlich cool. Und das Ding ist wirklich, glaube ich, leer, komplett leer, wiegt da 2,9 und also eingetragen ist er leer, mit ja. 3,1, gell? 3.100 und ich glaube 65 Kilo, so ist der eingetragen. Das ist ein 7 Meter Superhochdach. Ja, genau. So. Und einmal ganz kurz innen, da gibt es ein eigenes Video hinzu, könnt ihr reingucken. Das Ganze in einer handwerklichen Qualität, so wie er hier stand, der Vorführer hat gekostet 127, glaube ich, gell? Genau. Brutto, inklusive Steuer. Und da siehst du auch wirklich mit Fernbedienung, MBOX-System, mit großem Schlafbereich, inklusive Steuer. Und wir haben nicht das Jahr 2020, wir sind im Jahr 2023, nämlich im Juni. Das ist so, ihr habt die Kirche von den Preisen ein bisschen im Dorf gelassen. Die Lohnkosten hier in Riesa noch ein bisschen günstiger als in Frankfurt, oder? Ja, das denke ich schon, ja. Ja. Also ist ja auch die Lebenshaltungskosten ein bisschen günstiger bei uns. Also die Wohnung, die kostet dann keine 2000 Euro hier? Nein, hier nicht. Ne? Also hier ist vielleicht die Hälfte. Okay, ich komme mal mit. So, wir gehen mal kurz in die Werkstatt, dass wir das mal sehen. Hier sind viele Projekte, die gebaut werden. Ihr seid einer der renommiertesten Sprinter-Ausbauer. Warum habe ich noch nie was von euch gehört? Das ist irgendwie, ihr fliegt seit Jahren unterm Radar, habe ich das Gefühl. Ja, also richtig Werbung haben wir dafür noch nicht gemacht, weil wir genug Arbeit hatten. Oder haben, nach wie vor. So, denn ihr arbeitet zusammen mit einer ganz großen Mercedes, mit einem ganz großen Mercedes-Händler und der nimmt per se schon mal 10 Stück von eurer Produktion im Mittel ab. Ja, mindestens im Jahr, ja. Ein Jahr ab und ihr könnt insgesamt 20 Autos bauen. Das heißt, also 10 wären noch frei. Ja, genau. So, hier sieht man sehr schön, das ist die Werkstatt und das ist das Holz. Was macht er hinten gerade? Der schleift ein Seitenteil vom Schrank an, so dass er das dann, also so wie es eingepasst werden muss. Ne? Der Sprinter ist ja nicht gerade. Ach so, der macht das von Hand? Ja. Und der weiß, was er macht? Der weiß, was er macht. Das ist ja krass. So, und das ist das Material. Ich zeig's mal gerade. Hier vorne ist es. Das ist hier jetzt in dem Fall Phoenix beschichtet. Die Oberfläche von der Küche könnte der Kunde noch wählen, oder? Theoretisch. Die Farben kann er sich frei rauswählen, ja. Krass. Und das ist dieses High-End-Material, was auch wirklich sehr teuer ist, was ihr teilweise mit 50 Tonnen belasten könnt. Also Druck, weil ihr presst ja das Furnier an, gell? Über die ganze Masse gesehen, ne? Also auf dem Quadrat. Punkt nicht. Ist es nicht. Ja, also dann wird es zerbrechen, ne? Komm, wir gehen mal durch, zeigen das mal gerade. Also guckt euch die Videos an. Der Name von eurem Betrieb, wie heißt er? Wir sind die Firma Motorhome Exklusiv. In Riesa. Ja, genau. Riesa übrigens Teil der Bundesrepublik Deutschland, Sachsen. Richtig. Wer noch nie in Sachsen war, kommt nach Sachsen. Es ist ein Gebiet, ich war noch nie in Sachsen und war ganz aufgeregt, weil Ich hab so ein Gelände noch nie gesehen. Es gibt ein paar Berge, gibt's Hügel, aber es ist relativ flach, oder? Ja, also wo wir uns jetzt befinden, ist relativ flach. Ne? Und dann die Sächsische Schweiz ist natürlich ein Sandsteingebirge. Da gibt es schon ein paar Berge dann. Darf ich dich mal was fragen? Du arbeitest hier in einem Auto, hier ist nichts gerade an einem Auto, oder? Ja, der Sprinter ist gerade. Das ja. Ist auch durch die Dämmung. Weiß man manchmal nicht, wo es sich hindrückt. Wir sagen immer, es ist alles krumm und schief, am Ende muss es gerade aussehen. Ja, das ist so. Und das kriegt ihr wirklich par excellence hin. Das ist noch richtige Handarbeit hier, die ihr macht. Ja. Der Anspruch ist, wir werden gleich eine Probefahrt machen. Ihr habt so richtig schlechte Straßen noch, oder? Hier im Osten. Ja, besonders hier brauchen wir gar nicht weit fahren. Ja. Vor der Tür, die Speicherstraße. Das ist Kopfsteinpflaster der übelsten Art, oder? Das ist die schlechteste Straße von ganz Riesa. Ich glaube, die damals noch im alten Römischen Reich wurde die gebaut, ja, irgendwann mal. Du hast es an. Ich habe noch nie was dran gemacht, nur an der Straße, seit der Wende. Darf ich mal fragen, du hast das Ding jetzt angeschliffen, damit es da reinpasst? Nein, weil hier geht es ja schräg. Das müssen wir jetzt halt ein bisschen. Bisschen anschleifen. Ja, anschleifen. Und da hast du ein Feeling für, was da weg muss. Naja, das ist Übung. Ist doch geil, oder? Ja, natürlich. Also es gibt noch richtige Handwerker. Natürlich gibt es für uns richtige Handwerker. Ne? Also alle, die hier jetzt arbeiten, das sind noch richtige Möbeltischler oder halt Leute, die Ahnung haben davon. Es soll alles perfekt werden. Das heißt, also am Schluss muss es aber so aussehen, als wäre es von der CNC gelaufen. Oder?
Naja, klar. Ja. So, also, wir sind durch mit der Küche. Erstmal vielen Dank dir. Dein Name, dein Vorname? Hans-Jörg. Hans. Okay. Das heißt, wenn du irgendwann mal irgendwas gemacht hast, deine Mutter hat dich immer Hans-Jörg genannt, oder? Richtig. Hans-Jörg! Besonders, wenn sie geschimpft hat. Komm mal her! So, komm. Wir gehen mal rüber. Dann gehen wir nochmal zurück. Das sind übrigens, also gerade im Ausbaustadium. Guckt euch die Videos an. Hier ist das Bett zum Beispiel noch mit einer großen Aluminium-Unterkonstruktion. Also hier sieht man also richtig, wie das Ganze noch gebaut wird. Und ihr macht quasi ja, so gute 2 Fahrzeuge im Monat. Kann man das sagen? Ja, knapp 2 Fahrzeuge im Monat, ja. Wie es reinkommt. So, also richtige Handarbeit. Ich lasse euch mal in Ruhe. Und wenn man die Küche jetzt haben möchte, ab wann wäre die lieferbar? Was denkst du? Ja, das ist eine Geschichte, die müssen wir mal mit reinschieben. Ne? Da müssen wir ja auch gucken, was der Kunde will, ob er das genauso haben möchte, wie es jetzt zu sehen ist oder ob er halt andere Wünsche hat. Aber ich denke mal, so einen Monat oder anderthalb Monate wird er schon drauf warten müssen. Das ist doch nichts, oder? Nee. Also wenn ich heute aus China was bestelle, warte ich auch 4 Wochen. Und hält vielleicht bloß einen Monat. Gut, komm, wir gehen mal zurück. Also, noch echte Handarbeit. Wir sind in Riesa und das Ganze bei Motorhome exklusiv. Und diese Küche könnt ihr jetzt haben für 2.499 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Wenn du das sagst. Wenn ich das sage, den Euro würde ich nehmen, obwohl ich bin vorsichtig, ja. Denn nachher muss ich jeden Monat einen Euro überweisen. Genau, vielleicht auch 2, wenn 2 gekauft werden. Machen wir bitte zu hinten, die Tür. Dann filme ich nämlich mal eure Webseite ab. Und da findet ihr jede Menge Informationen. Motorhome-exklusiv.com aus Riesa. Und guckt euch bitte dieses Video an von diesem Sprinter. Der zieht euch die Schuhe aus. Unter 3,5 Tonnen für wirklich, naja, jetzt bin ich vorsichtig, für im Wettbewerb gesehen wirklich kleinste Preise. Danke fürs Einschalten. Tschüss.